Dann war die Frage, worüber soll ich reden? Da habe ich gesagt, nicht über 20 Minuten. Und der Ansager hat das angenommen. Wir werden jetzt einen Vortrag hören von Martin Ansorge. Brilon in Südwestfalen. Menschlich, erfolgreich, echt, mit Vollgas in die Zukunft rein. Herzlichen Dank, lieber Martin, sehr geehrter Herr Ansorge. Ich bitte nun um den Vortrag. Ja, liebe Mitglieder des Wirtschaftsclubs, liebe Gäste, lieber Vorstand, auch ich möchte Sie ganz herzlich zum diesjährigen Neujahrsempfang des Wirtschaftsclubs Hochsauerland begrüßen. Ich habe mich sehr gefreut, als mich kurz vor Weihnachten Eckhard Lohmann angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich die Festansprache hier übernehmen möchte. Ich muss sagen, ich habe mich nicht nur gefreut, ich habe mich wirklich geehrt gefühlt, zumal ich auch nicht gedacht hätte, dass mir diese Ehre so schnell zuteil wird. Ich habe mich da also tatsächlich sehr gefreut. Auch brauchte ich nicht lange über ein mögliches Leitthema nachdenken. Eckhard Lohmann hat es eben schon erwähnt, wir werden uns nicht über die großen weltpolitischen Dinge auseinandersetzen, sondern mal wieder mit uns und unseren Perspektiven. Weltpolitische Dinge wollte ich deswegen nicht wieder in den Vordergrund stellen, in den Mittelpunkt stellen, nicht weil ich Ereignisse wie Syrienkrieg, Brexit oder dem Präsidentschaftswechsel in den USA und deren noch nicht greifbare Auswirkungen nicht thematisieren möchte und schon gar nicht die schrecklichen, menschenverachtenden Attentatsereignisse. Nur bin ich der Meinung, dass wir bei all diesen Entwicklungen, die positiven Trends, die uns ohne Zweifel auch begleiten, nicht vergessen dürfen. Im Gegenteil, gerade in Zeiten wie diesen muss man sich seiner Stärken besinnen. Jetzt müssen wir nach vorne schauen. Das Jahr 2017 darf endlich beginnen. Freuen wir uns darauf. Ein, zwei Punkte sind aber dennoch nicht unwichtig, die ich gerne erwähnen möchte. Aus den damals gut 200 angekündigten neuen Arbeitsplätzen sind bis heute gut 1050 geworden. Und bis heute sind in den Briloner Standort gut 550 Millionen Euro investiert worden. Ich selbst fahre sehr gerne regelmäßig privat nach Hamburg, viele wissen das, aber auch beruflich, um mich mit dortigen Unternehmern zu aktuellen Themen auszutauschen. Ich muss sagen, es ist immer ein wirkliches Erlebnis, absolut fruchtbar, aber es ist auch immer genauso schön, wenn man wieder sich ins Auto setzen kann und nach Hause fahren kann, hier nach Brilon fahren kann. Dann sind wir doch mal ehrlich, es fehlt uns eigentlich an nichts. Wir arbeiten hier in Vollbeschäftigung. Unsere im Wesentlichen inhabergeführten Unternehmen funktionieren gut und sind profitabel. Unser Bürgermeister hat es uns letztes Wochenende erzählt. Die Stadt kann mit Einnahmen in Höhe von 21 Millionen Euro Gewerbesteuer rechnen. Absoluter Rekordwert. Verehrte Gäste, wir haben das große Glück, Mitglied einer Hansestadt zu sein, welche sogar 2013 Gründungsmitglied des Wirtschaftsbund Hanse war, welcher der ursprünglichen Tradition der Kaufmannshanse folgt. Auch hier bilden die Kernwerte Ehrlichkeit, Fairness, Vertrauen und Verantwortung das Fundament des nicht nur kaufmännischen Handelns. Ich fasse zusammen. Unser Unternehmen, unsere Wirtschaft, unsere Region ist top aufgestellt. Die richtigen Weichen sind gestellt. Aber es bleibt bei meines Erachtens zwei, ja vielleicht sogar drei, ganz großen Herausforderungen bzw. Megatrends, die wir jedoch mehr als Chance, als Gefahr oder gar als Problem sehen müssen. Digitalisierung in allen Bereichen und Demografie, ich glaube, das steht außer Frage, aber unser fest verankertes Wertesystem, unsere Tradition und unsere Authentizität, da bin ich mir auch ganz sicher, werden uns immer ein guter Wegweiser sein beim Durchschreiten dieser Revolution. Denn bei aller Technisierung und Digitalisierung ist immer eins ganz wichtig, immer Mensch bleiben, immer echt bleiben. Unternehmensethik und damit exzellente Unternehmenskultur bzw. Führungskultur werden meines Erachtens der dritte Megatrend werden. In dem Zusammenhang unterstreiche ich auch immer die Aussage, es sind immer die Menschen, die in einem Unternehmen etwas bewegen oder eben nicht. Betrachten wir also abschließend nochmal mein Leitthema. Brilon in Südwestfalen, menschlich, erfolgreich, echt. Ich glaube, das können wir alle unterstreichen, dick unterstreichen. Mit Vollgas in die Zukunft, Fragezeichen, Ausrufezeichen, sage ich auch ganz klar ja, wenn wir alle zusammen gemeinsam aufs Gaspedal treten. In diesem Sinne gehen wir es an, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Schließen wir das Jahr 2016 endlich ab, freuen wir uns auf die Herausforderungen, die vor uns liegen.
In dem Sinne wünsche ich uns allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. Arbeiten wir gemeinsam an unseren Visionen. Und nochmal, ganz wichtig dabei, bleiben wir Mensch dabei. Ja, in diesem Sinne nochmals alles Gute und ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.